Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 69 Erkenntnisse. Draco war nach seinem Besuch bei Susan nicht nach Hause gegangen. Er holte sich gerade mitten in der Nacht einen Schluck Wasser. Da hörte er den Kamin im Wohnzimmer knistern, als würde jemand Kontakt aufnehmen wollen. In der Feuerstelle erschien das Gesicht von Minister Weasley, der verschlafen aussah, aber sehr aufgebracht agierte, als er sagte: Oh, Mr. Malfoy, bitte entschuldigen Sie die nächtliche Störung, aber es handelt sich um etwas sehr Dringendes. Wenn ich bitte mit Miss Bones sprechen dürfte? Draco nickte lediglich und begab sich ins Schlafzimmer. Er betrachtete die selig schlummernde Susan und rief sich währenddessen den Moment ins Gedächtnis zurück, in welchem sie ihn verschämt lächelnd offenbart hatte, auf welche Art sie von ihm am liebsten geweckt werden wollte. So beugte er sich vor, stützte sich auf der Matratze ab und überflutete ihr Gesicht mit Küssen, bevor er seinen Kopf in ihre Halsbeuge vergrub und sich nippend zum Ohrläppchen hocharbeitete. Stöhnend erwachte sie und sagte verschlafen, aber breit lächelnd: Ist das doch kein Traum? Wenige Minuten später betrat Susan in einem Morgenmantel bekleidet allein das Wohnzimmer und kniete sich vor dem Kamin nieder, bevor sie fragte: Mr. Weasley, was gibt es? Susan, vor wenigen Stunden fand ein Übergriff von Todessern auf eine Versammlung von Halbmenschen und Tierwesen statt, antwortete Arthur aufgebracht. Die Schlafzimmertür hatte Draco nicht geschlossen und er konnte es nicht lassen, das Gespräch zu belauschen. Ein unangenehmes Gefühl beschlich ihn, als er allein das Wort Todesser vernehmen konnte. Dann hörte er Susan fragen: Was kann ich für Sie tun, Arthur? Der Minister sagte laut genug, sodass Draco es hören konnte: Wir müssen mit der Befragung von Mr. Malfoy Senior beginnen. Wir können nicht warten, bis er sein Augenlicht wiedererlangt hat. Kingsley hat McNair. Dracos gesamter Körper wurde bei den letzten Namen von einer Gänsehaut befallen. Unter dem Einfluss von Veritaserum befragt. Und wissen Sie was? McNair hat ausgesagt, dass dieser Überfall der erste war, den die übrigen Todesser nach dem Sturz von Voldemort begangen haben. Der erste, Susan. Verstehen Sie? Draco hörte sie nicht antworten, weshalb er davon ausging, dass sie lediglich nickte. Am besten wäre es, wenn Sie recht bald ins Ministerium kommen könnten, um sich die Aussagen durchzulesen, bevor Sie dann morgens mit Kingsley zu Mr. Malfoy ins Mungos gehen, sagte Arthur. Nach dem Gespräch kam Susan zurück ins Schlafzimmer und sie suchte sich bereits Kleidung aus dem Schrank, während sie zu Draco sagte: Du hast es gehört. Ich muss weg, Draco. Er hätte sich ertappt fühlen müssen, aber sie hatte es nicht einmal vorwurfsvoll klingen lassen, weshalb er nur empfahl: Pass bei meinem Vater auf. Gib ihm im Vorfeld keine Informationen von den Aussagen der Todesser. Er könnte sich daraus neue Informationen basteln, die er dann dir gibt. Susan lächelte Draco zu, nachdem sie ihre Unterwäsche angezogen hatte und jetzt nach einer Bluse suchte. Seine Augen weideten sich an ihrer leicht bekleideten Erscheinung, weshalb er verführerisch fragte: Merlin, musst du wirklich sofort gehen? Leider ja. Und es wird voraussichtlich auch sehr lange dauern. Ich bin nicht böse, wenn du nachher zurück nach Hogwarts gehst. Du kannst natürlich auch hier bleiben, aber es wird dir bestimmt langweilig werden. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich von deinem Vater zurück bin. Im Ministerium suchte Susan zunächst das Büro von Arthur auf, der sie gleich darauf zu Shacklebolt führte. Guten. Kingsley schaute demonstrativ auf die Uhr. Morgen, Susan. 3 Uhr in der Früh. Tut uns leid, aber es ging nicht anders.
Wir brauchten Hinweise von Malfoy, wenn er tatsächlich etwas über diese Radikalen wissen sollte. In dem Moment kam Tonks, ohne anzuklopfen, in Shacklebolts Büro hineingestürmt und stieß ungeschickt an einen kleinen Aktenschrank, dessen Schubladen daraufhin aufsprangen, bevor sie ihm eine Akte mit den Worten reichte. Die Aussagen von Krabby und den beiden Multiverse. Senior hat unter Veritaserum ausgesagt, dass seine Tochter und sein jüngster Sohn bei dem Überfall auch dabei waren, aber fliehen konnten. Dürfte nicht allzu schwer sein, die zu finden. Die anderen vier werden noch verhört, aber das sind definitiv keine Todesser. Sie tragen kein dunkles Mal, aber laut der bisherigen Aussagen sind es Sympathisanten des dunklen Lords gewesen, die ihn immer und überall unterstützt haben und das nicht nur finanziell. Susan bekam ganz große Augen beim Anblick der ausladenden Dokumente in Shacklebolts Händen. Die magischen Federn mussten in einem Affentempo mitgeschrieben haben, um solch dicke Akten hervorbringen zu können. Sie würde Stunden benötigen, um die Schriftstücke nicht nur zu lesen, sondern auch Malfoys Befragung vorzubereiten. Doch Kingsley würde ihr helfen und sie ja auch später begleiten. In ihrem Büro machte Susan es sich mit schwarzem Kaffee und ein paar Keksen, die Kingsley ihr zusammen mit den ersten vier Aussagen gereicht hatte, soweit es ging, gemütlich, bevor sie die Mappe mit der Aussage von McNair aufschlug. Schon nach der ersten Seite war klar, dass dieser Mann völlig verblendet war und von Hause aus einen bösartigen Charakter innehatte. Er hatte in Voldemorts rassistischem Sinne weitergehandelt, obwohl er auf keinerlei Belohnung seines Meisters mehr hoffen durfte. Denn der war ein für allemal besiegt. McNair hatte drei Verstecke von Todessern genannt, die bereits in dieser Stunde von Auroren aufgesucht wurden. Susan hoffte innig, dass Dracos Vater noch andere Informationen geben konnte, für die man ihn im Gegenzug einen Straferlass zugutekommen lassen könnte. Von Tonks bekam Susan zwei Stunden später noch die anderen vier Akten von den insgesamt acht Anhängern Voldemorts gereicht, die sie ebenfalls alle durchgehen musste. Die bereits durchgeschauten Akten gab sie durch Tonks an Kingsley zurück. Hier und da machte sie sich mit ihrer magischen Feder Notizen für das spätere Gespräch mit Mr. Malfoy. Erschreckend war die Tatsache, dass alle acht Gefangenen ausgesagt hatten, dies wäre der erste Angriff nach Voldemorts Tod gewesen. Was bedeutete, dass die Todesser mit all den anderen Anschlägen auf Reinblüter und Todesser-Angehörige überhaupt nichts zu tun hatten? Nur McNair hatte eine vage Vermutung, wer dahinter stecken könnte. Doch letztendlich hatte man keinen hilfreichen Anhaltspunkt auf die Täter der anderen Anschläge bekommen. Offensichtlich konnte Mr. Malfoy hier weiterhelfen, dachte Susan. Schwester Marie weckte Lucius sehr früh, der daraufhin aggressiv knurrte, nachdem er die von der Behandlung brennenden Augen aufgeschlagen hatte. Tut mir leid, Mr. Malfoy. Miss Bones und ihr Mann sind hier und sie sagten, es wäre dringend. Sie möchten mit Ihnen sprechen. Soll ich Ihnen helfen? Fragte sie hilfsbereit. Legen Sie mir bitte nur die Kleidung aufs Bett. Den Rest schaffe ich schon allein, antwortete er etwas zurückhaltender. Es war nicht Schwester Marie, die ihn aus dem Bett geworfen hatte, sondern Miss Bones, und auf sie sollte er sauer sein. Nachdem die morgendliche Routine im Bad heute etwas schneller erledigt war und er sich einen der Standard-Hausanzüge des Hospitals übergezogen hatte, wartete er still, bis er es klopfen hörte. Gleich darauf hörte er zwei Fußpaare den Raum betreten, so dass er gleich angriffslustig fragte: »Wie früh ist es, Miss Bones? Und was, bitteschön, ist so dringend, dass es nicht bis nach dem Frühstück warten könnte?« Seine Wut war sofort verflogen, als er über seine ehemaligen Todesserkollegen und deren Überfall unterrichtet wurde. Er merkte sich jeden einzelnen Namen von denen, die man in Gewahrsam genommen hatte, bevor Miss Bones ihn fragte. »Mr. Malfoy,
Kennen Sie auch noch andere Verstecke von Todessern als jene, die McNair uns genannt hat? Dieser Hund, dachte Lucius. Niemand außer McNair und ihm kannte die drei Verstecke und ausgerechnet ihn mussten sie schnappen und somit auch die Informationen, die ihn aus Azkaban hätten freikaufen können. Seufzend antwortete Lucius: Tut mir wirklich außerordentlich leid, Miss Bones. McNair hat Ihnen genau die Verstecke genannt, die ich Ihnen hätte nennen können. Wenn auch schon etwas früher. Ohne es zu wollen, hatte Lucius etwas niedergeschlagen geklungen. Doch er lenkte gleich davon ab, indem er fragte: Warum kommen Sie ausgerechnet jetzt in den frühen Morgenstunden und geben vor, es gäbe nichts Wichtigeres als meine Antworten auf Ihre Fragen? Befürchten Sie etwa, dass ich nichts mehr hätte, was ich preisgeben könnte, um mich aus dem Gefängnis freizukaufen, womit Sie sich möglicherweise noch mehr an das Herz meines Sohnes schmeicheln könnten? Oder wollen Sie mich so dringend herausholen, damit Sie sich meiner Dankbarkeit ein Leben lang sicher sein können? Eine tiefe, gemütlich klingende Männerstimme antwortete an Miss Bones Statt und sagte: Mr. Malfoy, es ist nicht nur der Angriff Ihrer ehemaligen Freunde, Lucius schnaufte verachtend, der das Ministerium zwingt, sich ihnen frühzeitig zu nähern. Wir wissen, dass die Behandlung ihrer Augen schmerzhaft und zeitaufwendig ist, weswegen der Minister es für angemessen gehalten hatte, sich zunächst nur einer Sache zu widmen. Oh, wie großzügig vom Minister, höhnte Lucius. Ohne sich aus der Fassung bringen zu lassen, erklärte der Mann: Sie hatten Miss Bones gegenüber einmal etwas von einem Pendant der Todesser erwähnt. Darüber möchten wir gerne einige Informationen haben, Mr. Malfoy. Und wer bitte sind Sie? Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich von Ihnen noch nie aufgesucht worden bin, sagte Lucius gereizt. Kingsley erklärte Malfoy nicht, dass er nach dem Überfall auf Schwester Marie schon einmal mit Susan bei ihm im Zimmer gewesen war, zu dem Zeitpunkt jedoch nichts gesagt hatte. So erklärte er lediglich, wer er war und was seine Aufgabe im Ministerium wäre, so dass Malfoy tatsächlich höflich die Hand ausstreckte, um ihn zu begrüßen. Lucius führte die beiden an einen kleinen Tisch in seinem Zimmer, der am Fenster stand und an welchem er gerne saß, wenn es draußen regnete, weil er es mochte, den an die Scheiben schlagenden Tropfen zu lauschen. Nachdem sich die drei gesetzt hatten, erklärte Lucius seinem hochrangigen Besuch: Das ganze Ministerium ist voll von diesen, wie nannten sie sie noch, Miss Bones? Eine radikale Gruppierung. Die haben sich in jeder einzelnen Abteilung niedergelassen. Ich selbst habe einige von denen, er suchte nach den passenden Worten, etwas näher in Augenschein genommen, als ich noch Angestellter des Ministeriums gewesen war. Können Sie Namen nennen? Fragte Kingsley mit seiner besonnenen Art. Lucius grinste, bevor er arrogant antwortete: Natürlich kann ich Namen nennen, viele sogar. Aber sagen Sie, Mr. Shacklebolt und Miss Bones, was genau stellt die Gegenleistung für meine Antworten dar? Lucius vernahm ein boshaftes, aber dafür sehr amüsiert klingendes tiefes Lachen, bevor Mr. Shacklebolt sagte: Immer darauf bedacht, nicht leer auszugehen, nicht wahr, Mr. Malfoy? Schnaufend erwiderte Lucius:
Ich bin wohl lange genug leer ausgegangen, wie Sie sich auszudrücken pflegen. Sie können es mir glauben, Mr. Shacklebolt, wenn ich Ihnen versichere, dass ich meine Informationen niemals unter Ihrem Wert verkauft habe. Wenn Sie mir ein Angebot machen, dann können wir gerne weiterreden. Ansonsten möchte ich Sie bitten zu gehen, um über eine, sagen wir, verlockende Vergünstigung nachzudenken, die mir die Zusammenarbeit mit dem Ministerium schmackhaft machen könnte. Susan meldete sich zu Wort und erklärte: Sie wissen aber schon, dass wir Ihre Informationen auch einfach mit Veritaserum aus Ihnen herauskitzeln könnten? Susan blöffte, denn so leicht war das nicht. Mit schmieriger Stimme antwortete Lucius: Miss Bones, es müsste Ihnen doch längst aufgefallen sein, oder etwa nicht? Solange ich über meinen Verstand verfüge, ziehe ich ganz klar einen Handel vor. Was Sie letztlich daraus machen, ist Ihnen überlassen. Ich für meinen Teil halte eine Abmachung per Handschlag für kultivierter und darüber hinaus für wesentlich einfacher. Sollten Sie mir einfach Veritaserum geben, so bedeutet das nämlich nicht, und darüber sind Sie sich sicher wohl im Klaren, dass Sie alle Informationen erhalten werden, die für Sie wichtig wären. Denn Sie wüssten wohl kaum, nach was Sie gezielt fragen müssten, nicht wahr? Eine Vereinbarung hingegen macht mich zu einem folgsamen Handelspartner, der darauf erpicht sein wird, seinen Teil des Handels zu erfüllen, damit er von Ihrem erfüllten Teil profitieren kann. Lucius hörte Shacklebolt erneut lachen, doch wieder klang er vergnügt und nicht spöttisch, als er fragte: Sie haben viel Erfahrung mit Veritaserum, Mr. Malfoy. Der dunkle Lord hat es nicht gerade selten angewendet, und doch hat er nie alles erfahren, was für ihn von Bedeutung gewesen wäre. Sie wissen sehr wohl, Mr. Shacklebolt, dass Veritaserum zwar die wahrheitsgemäße Antwort auf eine Frage erzwingt, aber es animiert einen nicht dazu, von sich aus alle wichtigen Details zu nennen, wenn nicht gezielt danach gefragt wird. Das ist wohl auch der Grund, warum Veritaserum vom Zaubereiministerium nicht bei jedem Verhör eingesetzt wird. Habe ich recht? Erwiderte Lucius grinsend, denn er wusste, dass er recht hatte. Einen Moment lang herrschte Stille, und Lucius wartete geduldig, bis Shacklebolt zu seiner Entscheidung gekommen war. Mit tiefer Stimme legte der Auror fest: 20 Jahre, Mr. Malfoy. Lucius sträubte sich, doch Shacklebolt machte ihm klar: Nur 20 Jahre anstelle von lebenslänglich ist doch eine sehr gute Basis. Bei der hohen Lebenserwartung von Zauberern ist das doch ein Klacks. Galant entgegnete Lucius: Es mag für Sie ein Klacks sein, Mr. Shacklebolt, aber für mich ist es viel zu viel. Machen wir 10 Jahre daraus und Sie erhalten Informationen, die viele Leben retten könnten. Sie sind hier nicht in der Position, um... Lucius unterbrach Shacklebolt höflich und sagte: Entschuldigen Sie. Aber ich dachte, genau das wäre ich momentan. Was machen wir hier? Lucius fügte eine kleine Pause ein, bevor er sagte: Verhandeln.
Erst einmal schaffen wir eine Basis, für die es sich für mich überhaupt zu handeln lohnt. Natürlich sind 10 Jahre noch immer zu viel. Aber ich bin ja nicht völlig realitätsfremd. 10 Jahre Haft sind für mich zu viel und für sie zu wenig. Das wäre doch eine ideale Grundlage, meinen Sie nicht? Wie aus der Pistole geschossen, antwortete Shacklebolt. 15 Jahre Haft als Basis. Weiteren Hafterlass gibt es je nach gewichtiger Information Ihrerseits. Das ist mein letztes Angebot. Kingsley war erstaunt, als Mr. Malfoy ihm unverhofft die Hand entgegenstreckte, um den Handel zu bestätigen. Als er die Hand des blinden Mannes ergriff, wiederholte dieser 15 Jahre Haft Maximum. Bestätigend wiederholte Kingsley Malfoys Worte, bevor er von dessen Hand abließ und sagte: Gut, Mr. Malfoy, jetzt nennen Sie uns Namen. In den Kerkern lag Severus wach in seinem antiken, vierpfostigen Himmelbett und starrte abwechselnd auf die Falten, die der offenstehende Vorhang warf, und das Gemälde, das die verschneite Landschaft zeigte. Geschlafen hatte er noch nicht, denn der Abend bzw. die Nacht waren sehr aufwühlend gewesen. Miss Granger hatte ihr Leben beinahe durch den Todesser McNair verloren, und sie war darüber hinaus auch noch von Mr. Kaedes gebissen worden. Dummes Ding, dachte Severus, der dabei leicht seinen Kopf schüttelte. Ihm war nicht entgangen, dass Miss Granger schon lange vor dem Besuch dieser Veranstaltung nicht in der besten Verfassung gewesen war. Aber den Grund dafür hatte er noch nicht herausgefunden. Ein Knistern aus dem Wohnzimmer ließ ihn aus dem Bett springen. Nur im Nachthemd bekleidet, verließ er sein Schlafzimmer und kniete sich vor den Kamin, um den Ruf entgegenzunehmen. Es war Arthur, der sehr abgeschlagen wirkte, aber aufgebracht fragte: Severus, es tut mir so leid, dass ich um diese Zeit noch stören muss, aber... Ich war noch wach, erwiderte Severus kühl. Arthur stutzte kurz, denn es war bereits kurz nach 4:30 in der Früh, bevor er fragte: Oh! Wäre es vielleicht möglich, dass wir uns über, du weißt schon was, unterhalten können? Ich habe mich schon gefragt, wann du mich wohl kontaktieren würdest, Arthur. Severus entfernte sich einen Schritt vom Kamin, damit Arthur hindurchtreten konnte, bevor er zu seinem Gast sagte: Wenn du mich einen Moment entschuldigst, ich werfe mir nur einen Umhang über. Nachdem Severus im Schlafzimmer verschwunden war, schaute Arthur sich im Wohnzimmer um. Er hatte es bisher nur einmal betreten, und das war kurz nach Dumbledores Tod. Der Orden des Phönix hatte sich noch vor dem Ministeriumsangestellten Einlass in die Kerker verschafft, um Anhaltspunkte über Severus' Handel in Erfahrung zu bringen. Doch sie hatten nichts gefunden. Genauso wenig wie die Auroren des Ministeriums, die erst 7 Stunden später Severus' Gemächer auf den Kopf gestellt hatten. Mitgenommen wurde damals nichts, denn es schien hier nichts Persönliches zu geben. Alles in Severus' Wohnräumen, die Bücher, die Aufzeichnungen und Notizen, die Gegenstände, gehörten der Schule oder zu seiner Aufgabe als Lehrer. Heute schien es nicht anders zu sein, denn nichts wies auf eine Persönlichkeit des Zaubertränkemeisters hin. Keine Bücher, die nichts mit Tränken oder Verteidigung gegen dunkle Künste zu tun hatten. Kein Bild von Vater oder Mutter, kein Nippes oder Tinnes, weit und breit. Arthur, kann ich dir einen Tee oder Kaffee anbieten? Fragte Severus, der gerade aus dem Schlafzimmer zurückkam. Oh ja, Kaffee wäre nett, sagte Arthur begeistert, denn sein Ordensbruder hatte ihn noch nie bewirtet, aber Severus hatte sich auch noch nie bewirten lassen. Bei den Treffen damals im Grimmelplatz war Severus immer vor dem gemeinsamen Abendessen gegangen, egal wie häufig Molly versucht hatte, ihn zum Bleiben zu überreden. Nur nach der Verleihung des Merlins hatte Severus sich im Fuchsbau eingefunden, aber auch da hatte er nichts zu sich genommen. Die gerufene Hauselfe brachte Tee, Kaffee und Gebäck, bevor sie wieder verschwand, um sich in der Küche den Vorbereitungen für das Frühstück in der großen Halle zu widmen.
ohne ihn auffordern zu müssen, erzählte Severus. In Tylers Erinnerung habe ich einen rothaarigen, gut situierten Herrn gesehen. Tyler wurde von ihm dafür gerügt, mit der Brandstiftung im Haus der Familie Birbaum zu voreilig gehandelt zu haben, da die Ferienzeit noch nicht begonnen hatte und die Tochter Meredith nicht zu Hause gewesen war. Um die Tochter sollte sich Tyler später kümmern, und das wollte er mit Sicherheit mit dem Attentat während der Beerdigung nachholen. Beides, die Brandstiftung und das Attentat auf Meredith, war ein Auftragsmord von dem Rothaarigen. Weißt du, wie der Rothaarige heißt? Fragte Arthur. Severus schüttelte den Kopf, bevor er erklärte. Nein, das wäre wohl die erste Information gewesen, die ich dir gegeben hätte. Hast du noch etwas sehen können? Wie sah es dort aus? Konnte man erkennen, wo sie waren? Wollte Arthur wissen. Severus kniff die Lippen zusammen, sagte jedoch lediglich. Nein, leider nicht. Ich kann nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob der Rothaarige ein Zauberer war oder nicht. Denn mit einem Stab habe ich ihn nie gesehen. Allerdings sitzen Zauberer auch nicht ständig mit ihrem Zauberstab in der Hand herum, nicht wahr? Arthur betrachtete seine Hände und stimmte innerlich zu, bevor Severus fortfuhr. Aber es gab noch etwas sehr Interessantes. Mit aufmerksamer Miene zeigte Arthur sein Interesse, sodass Severus erzählte. In einer anderen, möglicherweise etwas älteren Erinnerung von Tyler sprach der Rothaarige von einem Hexenturm. Tyler bekam den Auftrag, diesen Hexenturm aufzusuchen, um bei einem neuen Gefangenen die Territion, was auch immer das sein mag, durchzuführen. Tyler sollte dem Gefangenen irgendwelche Instrumente zeigen, die... Severus hielt inne, weil er etwas in Arthurs Augen erkannte, was er dort seit langer Zeit nicht mehr gesehen hatte. Angst. Arthur? Fragte Severus vorsichtig. Erzähl erst zu Ende, Severus. Forderte Arthur mit bebender Stimme und verschnellerter Atmung. Severus nickte und kam Arthurs Wunsch nach, indem er sagte, Tyler sollte dem Gefangenen die Instrumente zeigen und ihm damit drohen, sie auch anzuwenden, wenn er nicht reden würde. Mit zitternden Händen schenkte Arthur sich unter den wachen Augen seines Gastgebers noch eine Tasse Kaffee ein, wovon er gleich einen Schluck nahm. Danach atmete er tief ein, um sich innerlich zu beruhigen, bevor er Severus in einem Tonfall fragte, der suggerierte, dass er selbst die Antwort kannte. Weißt du, was eine Territion ist? Nachdem Severus wortlos verneint hatte, erklärte Arthur mit zittriger Stimme. Während einer Territion werden einem Gefangenen? Arthur musste einmal kräftig schlucken. Folterinstrumente gezeigt und ihre Verwendung wird erklärt. Arthur fasste sich an die Stirn und wirkte äußerst verzweifelt, bevor er fragte. Hast du diese Instrumente gesehen? Wieder schüttelte Severus den Kopf, aber gleich darauf sagte er. Ich habe aber den Gefangenen gesehen. Wie aus der Pistole geschossen, fragte Arthur. Wie sah er aus? Sehr reserviert, entgegnete Severus, dass er sich eine Personenbeschreibung sparen könne, da er den jungen Mann erkannt habe. Es handelte sich nämlich um den jungen Schüler Gregory Goyle. Das wäre alles gewesen, was er in der kurzen Zeit hätte sehen können. Arthur hielt sich vor Schreck eine Hand vor den Mund, bis er sich wieder gefangen hatte und fragen konnte. Goyle? Der Sohn von dem Todesser? Der war mit Ron im gleichen Jahrgang. Wir müssen ihn da rausholen. Severus, kannst du nicht irgendetwas über den Ort? Severus unterbrach seinen Gast und sagte mit ruhiger Stimme. Arthur, diese Erinnerung kann mehrere Jahre alt sein, denn der Rothaarige sah dort ein wenig anders aus als in der vorigen Erinnerung. Er trug eine leicht veränderte Frisur, hatte etwas mehr Körpergewicht. Möglicherweise ist Goyle Junior längst tot. Vielleicht konnte er sich aber auch befreien oder wurde sogar von jemandem befreit. Man darf sich niemals von fremden Erinnerungen mitreißen lassen. Niemals! Wir können nichts tun. Wir wissen nicht, wer der Rothaarige ist und wir wissen nicht, wo sich dieser Hexenturm befindet. Wir können nicht einmal Tyler fragen. Weil dann herauskommen würde, dass ich in seinem Auftrag in seinem Kopf gestöbert habe und dafür würden wir beide teuer bezahlen. Arthur rieb sich die zittrigen Hände, während er auf die Tasse Kaffee starrte. Es war schrecklich, trotz dieser Informationen nicht handeln zu können, weil man einfach keinen vielversprechenden Anhaltspunkt hatte. Nur einen Hinweis gab es. Arthur setzte sich etwas aufrechter hin und sagte zu Severus, wenn die Todesser tatsächlich zuvor niemals einen Anschlag verübt haben
oder für eines dieser armen Folteropfer verantwortlich sind, wie Sie es ausgesagt haben, dann bedeutet das, dass wir es mit mindestens einer weiteren feindlichen Gruppierung zu tun haben. Ehrlich gesagt machen mir diese Leute mehr Angst als die restlichen Todesser, die noch auf freiem Fuß sind. Warum das? Fragte Severus verdutzt. Todesser waren bisher neben Voldemort das Schlimmste, was der Zaubererwelt widerfahren war. Warum? Weil Tyler ein Muggel ist. Weil ich davon ausgehe, dass dieser Rothaarige ein Muggel ist. Weil sie von Territionen und von Hexentürmen sprechen. Weil immer wieder Zauberer und Hexen gefunden werden, die mehr tot als lebendig sind, da man sie ganz offensichtlich übel gefoltert hat. All das, Severus, lässt mir eine Gänsehaut über den Rücken laufen, weil es so etwas schon einmal gegeben hat, sagte Arthur zum Ende hin, sehr aufgebracht. Verblüfft legte Severus die Stirn in Falten, bevor er fragte. Schon einmal? Arthur nickte und erläuterte gleich darauf. Schon einmal. Territion ist ein Begriff der mittelalterlichen Inquisition und stellt die Vorstufe zur peinlichen Befragung dar. Erst jetzt verstand Severus, warum Arthur von diesen Informationen so erschüttert war, und auch ihm lief es nun eiskalt den Rücken herunter. Mit leiser Stimme warf Severus unsicher in den Raum hinein. Hexenjäger? Arthur nickte, fasste sich erneut an die Stirn und wimmerte. Oh, Merlin. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.